Wenn er sich gerade nicht mit Wissenschaft beschäftigt, widmet sich der Gentleman Scientist gemeinsam mit seinem Chat Geschichten. Was er dabei erlebt, das erfahrt ihr hier in Gentsy's Journal. Okay, das war's. Danke, Raubfriese, auch wenn es nicht ganz der Hinweis war. Du hast recht, da war eine Frage offen. Das hat sich jetzt geklärt. Wir haben weitere Hinweise. Wir haben eine schwerkranke Tochter und die Probleme bei der... Ja. Jetzt kann man das auch kombinieren. Denn Gerald Butcher hat öfter mal Probleme mit seiner bei der Arbeit, weil er eine schwerkranke Tochter hat. Er hat eine Tochter, die er sehr liebt, die aber auch schwerkrank ist und ihr Vater braucht, der würde das Risiko nicht eingehen, sich mit Banditen einzulassen. Reginald Butchers Tochter muss dringend in medizinische Behandlung, daher hat er sich an die Rasko-Bande gewandt und ihr beim Einbruch in die Bank geholfen. Wir wissen, dass Fowler nicht die richtige Lösung ist. Und Fowler passt auch nicht unbedingt ins Profil. Es ist am Ende eine Verurteilung aufgrund von ein paar billiger Zigaretten. Und einer Vorgeschichte. Während wir für Butcher zwar, also was uns bei Fowler fehlt, ist das Motiv, ne? So richtig. Wir haben hier bei Butcher ein starkes Motiv. Das ist ein extrem starkes Motiv. Aber bis auf ein paar sauber geputzte Schuhe, weil er vorher durch die Kanalisation gestiefelt ist, haben wir keinerlei Hinweise, dass er am Tatort war. Unsere einzigen Hinweise sind, dass er, es ist ein Insider-Job, ne? Er kannte die Kanalisation und hat die Wagen besorgt. Er kennt sich mit Elektrizität aus, um die Wartungskutsche zu elektrisieren. Er hat ein starkes Motiv. Also es passt vom Hintergrund, aber wir kriegen ihn nicht am Tatort nachgewiesen. Das schaffen wir nur mit Fowler. Nicht stark, weil ja, billige Zigaretten, ne? Die rauchen viele. Ich glaube aber Fowlers Reaktion auf die Mordanschuldigung, und ich muss zugeben, ich bin geneigt, die Strategie, ne, auf Basis der Tatsache, dass wir keine Fakten haben, mit in die Analyse einzubeziehen, ihn quasi das einmal vorzuspielen und zu gucken, wie er reagiert. Und ihr habt recht, rein vom Setup her wäre Butcher, ne, unser Herr traumatisiert auch noch, ne, Der mit dem stärkeren Motiv und der naheliegendere Täter. Reginald Butcher hat seine Komplizen von der Rasko-Bande beim Einbruch in die Bank geholfen und sie danach wegen des Geldes umgebracht.
Und es muss er sein. Es muss Butcher sein. Weil sie uns damit so wunderbar in dieses Dilemma katapultieren, Leute. Natürlich ist er es. Vom Game Design her gibt es Sinn. Es ist das unlösbare Dilemma, ne? Er ist ganz klar schuldig, mehrerer Vergehen, nach allen rechtlichen Belangen gehört dieser Mann ins Gefängnis. Ne? Richtig, Raubfriese, das war ein kaltblütiger Mord. Der hat das alles geplant und in vollem Bewusstsein dessen, was er tut, durchgeführt. Aber ich verstehe sein Motiv. Ich bin doch selber Vater. Ich verstehe sein Motiv. Und mal ganz ehrlich, es ist ja ist in keiner Situation heutzutage, ne? Gerade hier in Deutschland mit einem Sozialsystem und einer gesetzlichen Krankenversicherung und. Würde ich sagen, gilt ist sein Motiv nicht so. Also kann ich da nicht hinterstehen. Weil. Da gibt's Möglichkeiten. Ne? Du hast ganz. Ja, ich weiß, ne? Es gibt immer welche, die durch das Raster fallen, aber du hast ja in der Regel Optionen heutzutage. Im London des späten 19. Jahrhunderts. Hast du die nicht? Ich meine, gerade auch mit den Schwierigkeiten auf der Arbeit, die er gerade hat, ne? In keinem Szenario der Welt kriegt der einen Kredit. Seine Tochter wäre einfach draufgegangen. Verstehen. Mr. Butcher. Psst. Sie schläft. Ich wusste, Sie kommt. Sie sollten mit Ihrer Tochter nach Stockholm fahren. Retten Sie sie. Ich habe mich entschieden. Gehen Sie. Sie verstehen das. Ich musste es tun. All das. Vielleicht ist es so. Danke, Mr. Holmes. Leben Sie wohl. Errungenschaft freigeschaltet unter Strom. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Das ist Das war das Falsche und das Richtige gleichermaßen. Weil ich bin nicht Raubfrieses Meinung, dass die Wiederholungsgefahr überschaubar ist. Ne? Ich meine, ja, wir wissen nicht, wie viel er erbeutet hat, aber wenn ihm das Geld ausgeht in Stockholm, wissen wir nicht, was er tut. Und die Hemmschwelle ist jetzt niedriger, wo er es einmal gemacht hat. Richtig, aber die Alternative wäre das Todesurteil für eine Unschuldige gewesen, denn das Mädchen, da wäre ja keiner für aufgekommen. Ne? Wir hätten das Mädchen mit verurteilt und das wäre nicht gegangen. Holmes, da sind Sie ja endlich. Kate ist verschwunden. Was?
Sie ging zum Unterricht, aber die Lehrerin sagte, sie sei nicht erschienen. Mrs. Hudson! Sie ist los, um die Leute in der Gegend zu fragen. So. Finden Sie Kate? Ich hoffe, sie ist bald zurück, Holmes. Ja, sie ist bestimmt bald zurück. Hier ist eine Leiter, aber auf den Dachboden geht es jetzt nicht. Abgeschlossen. Ist. Warum? Warum? Ja, das sind Fragen, die ich mir auch stelle. Okay, Sherlock, Treppe hoch. Dann jetzt aber schnell. Kate, bist du hier? Irgendjemand hat hier aufgeräumt. Ich war es nicht. Nicht jetzt. Doch, wir wollen doch über den Balkon rüber. Hey, Holmes. Lass dein Fenster erst gar nicht reparieren, denn die Sache ist noch nicht vorbei, du miese Drecksau. Glaubst du etwa, es nützt dir irgendwas, dass Percy ins Kittchen gewandert ist? Von uns gibt's mehr, als du dir vorstellen kannst. Und du kannst nicht alle im Auge behalten. Anonym. Mr. Holmes, ich kann Ihnen wahrlich nicht genug für all das danken, was Sie getan haben. Ich muss mit meinen Taten leben. Ich muss mit meinen Taten leben, aber Sie haben mich verstanden. Meine Meryl erholt sich langsam. Heute konnte sie sogar einen Teller Suppe essen. Ich habe dabei hemmungslos geweint. Wir sind guter Hoffnung, dass sie ihre Krankheit vollständig besiegen und weiterleben wird. In ewigem Dank, Reginald Butcher. Oh, das ist der aus dem letzten Fall. Seine Tochter überlebt. Dann bin ich mit unserer Entscheidung sehr zufrieden. Das Meining möchte auch mal so lockerflockig die Treppe hochschweben gehen wie Holmes hier. Das ist alles eine Frage der Sprunggelenke. Kate! Finden Sie die Charakteranalyse durch spannend? Wir haben das erste Mal bei einem Tatort, sonst ist es immer bei Leuten. Warum steht der Schrank offen? Sie hat ihre Lieblingskleider mitgenommen. Und die scary Musik im Hintergrund, ey. Das Mannings Name ist nicht dicker, sie hat keine Sprungfedern installiert. Was war hier los? Weiß ich auch nicht genau. Was will der Koffer fehlt. Offensichtlich fährt sie mit, wo auch immer. Sie hat hier etwas geschrieben. Sie nahm ihr Tagebuch mit. Kate hat gepackt und ist gegangen. Ich verstehe es nicht. Was war das? Das Geräusch kam aus Alice' Wohnung. Alice! Ja, dann mach doch die Tür auf! Kate! Was zur... Wo bist du? Was ist hier los? Holmes, ich glaube, das Heroin war schlecht, das du genommen hast. Mir reicht es, dass ich dir einfach egal bin. Ich hab doch gesagt, tu mal lieber das Meta. Ich wünschte, alles würde mich adaptieren. Das Metadon ist viel besser für dich. Da gibt's auch nicht so böse... Ach, Holmes. Das war schon immer eine gute Idee. Was machen Sie denn, Holmes?
ist meine Tochter. Ihre Tochter? Sie haben keine Tochter, Mr. Holmes. Mein Gott, was haben Sie meiner Tochter angetan? Was Ihnen nie gelang, sie glücklich gemacht. Es ist mir egal, was Sie denken. Wo ist Kate? Sie Narr. Sie nützen ihr nichts. Warum die Mühe? Es tut mir leid, Leute. Oh. Holmes, aufhören. Ich werde Sie zwingen. Nicht nötig. Nutzen Sie Ihre Fähigkeiten. Ich kümmere mich um Sie. Ein bisschen agitiert der Gute. Aus verständlichen Gründen zugegeben. Das war es, was ich oben gehört habe. Hier ist Alice reingekommen. Im letzten Besuch sah es hier irgendwie anders aus. Es fehlt hier irgendetwas. Ja, also der Stuhl ist umgekippt, ne? Das ist uns aufgefallen, das war relativ offensichtlich. Der Phonograph fehlt definitiv. Die Wiege fehlt auch. Katzen fehlen auch. Ne, es ändert. Ah ja, das ist Grimoire. Huch. Okay, da ist die Krippe. Also die Wiege. Wiege ist da. Wiege fehlt. Könnte das der Spiegel sein? Das ist der Spiegel. Okay, der Spiegel fehlt nicht. Der ist nur umgestellt. Guten Abend, Letevi. Schön, dass du reinschaust. Wir haben gerade eine Frau geschlagen. Es tut mir leid. Der Phonograph auch nur woanders, ist die wichtige Frage. Nee, der scheint tatsächlich weg zu sein. Das Grimoire auch. Sanduhr ist da drüben jetzt. Die fehlt also nicht. Bitte was? Die gute Frau hier? Na? Also, so rum. Kate ist weg. Unsere Ziehtochter. Und die gute Frau hier hat irgendwas damit zu tun. Hat aber ganz offensichtlich beschlossen, uns dabei nicht zu helfen. Der Rollstuhl steht jetzt da drüben. Das heißt, der Rollstuhl fehlt nicht. Und nach mehreren Befragungen ist Holmes die Hand ausgerutscht. Nachdem sie hauptsächlich schnippisch reagiert hat. Nicht jetzt. Ich heiße das nicht gut. Aber aus Elternperspektive kann ich es ein Stück weit verstehen.
So, die Kerzen sind auch wirklich weg, ne? Würde ich behaupten. Wo sollen die auch sonst hin sein? Das ist ja sonst nichts, was man irgendwie wegräumt. Ja, sie hat nämlich nur den okkulten Krempel weggeräumt. Das Porträt von Alice Vater, William Hamilton und einige Sachen, die für eine Seance nötig sind, fehlen. Und jetzt? Ah ja. Sie ist wütend. Ach, du hast ihr gerade auf die Nase, also... Ich dachte, die Trauerkleidung, das macht man so. Das ist Goth. Aber vielleicht. Ah, eine Zugfahrkarte. Sie war am Bahnhof von Highgate. Die Frage ist, ist sie gefahren oder wird sie noch fahren? Das ergibt irgendwie nicht viel Sinn. Es sei denn, sie hat versucht, die Seance... Es könnte eine spirituelle Seance abgehalten haben, um Kontakt mit ihrem Vater William Hamilton aufzunehmen. Aber ich hätte dann erwartet, dass die Gegenstände hier sind. Die Schlussfolgerung verstehe ich nur eingeschränkt. Fahrkarte nach Highgate, Trauerkleidung. Sie ist auf einer Trauerfeier gewesen. Besteht die Möglichkeit, dass Alice den Friedhof von Highgate besucht hat. Okay. Möglicherweise hat Alice heute Morgen auf dem Friedhof von Highgate die Gruft ihres Vaters William Hamilton besucht, wo sie eine spirituelle Seance abgehalten haben könnte, um Kontakt zu ihm aufzunehmen. Hat sie Kate etwa mitgenommen? Die Spur führt zum Friedhof. Watson, behalten Sie sie im Auge. Okay, Watson passt jetzt hier auf die Dame auf und wir fahren zum Friedhof, oder wie sehe ich das? Kate, bist du hier? Wow. Die Transition ist gut gewesen. So, nette Kate, ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Danke, dass du noch reingeschaut hast. Und Love Smiling geht auch ins Bett. Das ist voll okay. Kate, was hat sie dir angetan? Wow. Das sind Schädel. In der Mitte von Dickhäuter Feind. Okay, die Übersetzung ist natürlich nicht 1:1. Vier anderen. Alice hat dieses Buch für das Ritual hierher gebracht. Diese Kerzen brennen schon seit fast 3 Stunden. Hier wurde der Vater von Alice bestattet. Opfer von Blei. Gelehrter der Wege. Buddelnder Riese. Kates Tagebuch. Ach du Scheiße. Ich bin mit Alice auf dem Friedhof. Wir werden mit ihrem Vater sprechen. Die Zeremonie macht mir natürlich Angst, aber ich bin auch sehr gespannt. Ich sollte mich nicht fürchten, denn das, was noch geschehen wird, wird noch furchterregender sein. Ist so schön. Sie hat die Kerzen vorbereitet. Das Porträt sieht so entspannt aus. Ich zittere am ganzen Körper und kann es nicht unterdrücken. Sie fängt an. Ruft sie. Sie wendet sich nach innen, fängt zu murmeln an. Verstehe sie nicht, da sie in einer fremden Sprache redet. In beiden Händen hält sie Kreideschrift. Ich zittere, kann nichts dagegen tun. Ihre Augen sind vollkommen weiß.
bewegt sich und ruck- und krampfartig, ganz wie jemand, der sich in Todesschmerzen windet. Nicht. Sie fängt an, als er zu sprechen. Ganz schrecklich, ich muss weinen. Mit ihren Kreidestiften kritzelt sie den ganzen Boden voll. Kind, das alles zumutet. Verfluchtes Biest! Okay. Das ist buddelnder creepier als erwartet. Kates Koffer. Warum hat sie ihn hier gelassen? Die wichtige Frage ist, wo ist Kate von hier hingegangen? Da kommen wir her. Das heißt, da geht's dann noch und weiter. Finde die Gruft. Müssten wir vielleicht mal zusammensetzen, ne? Friedhof. Diese Wörter bilden alle einen einzigen Hinweis. Richtig. Gehe zum alten Friedhof und finde die Gruft in der Mitte von vier anderen. Opfer von Blei, Gelehrter der Wege, buddelnder Riese und Dickhäuterfeind. Okay. Mussten wir nicht mal selber zusammensetzen. Okay. Oh! Das ist Alice Vater. Mumifiziert. Okay. Ich. Also einmal, ich habe die Anzeigen vergessen. Und B, ich bin. Also. Was geht denn hier? Hier schläft Alice. Hier. Madame Destiny. Die Frau ist völlig plemplem. Eine Karte der britischen Flüsse. Eine Laterne. Alice bewahrt die Sachen ihres Vaters hier auf. Selbst die Truhe von seinem Boot. Alice ist nicht nur seltsam, sie ist geisteskrank. Hoffentlich hat Kate das nicht gesehen. Schlangennester und Verschwörung. Im Bezirk Saint-Victor stießen Maurer beim Abreißen eines alten Hauses auf ein Nest von mehr als 100 Schlangen. Sie waren am Boden eines seit langem trockenen Brunnens. Mit in diesem Schlangennest fand man traurigerweise auch das Skelett eines Kindes, das vermutlich in den Boden gefallen war. Erstaunlicherweise hielt das Kinderskelett noch ein rotes Lederbuch in den Händen. Dieses war zwar zu großen Teilen zerfallen, aber ein Satz war noch lesbar. Nicht das Ende verraten. Okay. Das ist Alice Vater. Mumifiziert. Eieiei. Also ja, so ein bisschen mit diesem okkulten Twist, das ist ja, also. Dachte ich mir fast, dass es in die Richtung weitergeht, aber hi, die Inszenierung. Finden Sie die vier Grüfte auf dem Friedhof, auf dem sich die Nachricht von Alice bezieht und wählen Sie aus. Wählen Sie sie aus. Mit Ihrem Visualisierungstalent können Sie die ausgewählten Grüfte sehen. Okay. Ich muss mich an die Details über die Personen erinnern, die hier auf dem Friedhof begraben sind. Architekt aus London, im Duell erschossen. Opfer von Blei.
Forschungsreisender, arabisch-chinesisch, vom Elefanten getötet. Dickhäuterfeind. Könnte sein. Amateurboxer? Nee.